Das gesamte Jurassic-Franchise beinhaltet ja sehr viele Fragen. Gerade eben der große Bruch zwischen der Jurassic-Park-Trilogie und dann eben dem Übergang zu Jurassic World hin, das spaltet wirklich extrem die Fanlager. Die einen halten Jurassic World für, naja, extrem schwach und eben viel zu sehr in diese Comic-Marvel-Richtung. Die anderen sagen, ey Mann, Jurassic World ist doch eigentlich ziemlich genial. Und obwohl ich mich immer bei der ersten Nummer einkategoriert habe und immer gesagt habe, ja, Jurassic World ist mir einfach auch zu goofy, die nehmen sich nicht wirklich ernst, das Ganze ist einfach nur noch ein plumpes Action-Popcorn-Kino und das war mal anders im Jurassic-Franchise, definitiv. Trotz dessen muss ich jetzt hier sagen, ich habe eine wahre Geschichte für euch. Eine Geschichte, die ich mehr oder weniger selber herausgefunden habe, aufgrund dessen, dass mir einer von euch eine Nachricht geschickt hat von einem kleinen Gerät. Ein paar von euch kennen das Ding vielleicht noch. Nennt sich der Dino-Dex und ja, basiert wirklich von der Grundidee auf dem Pokédex von Pokémon. Und das Teil habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut gehabt. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was generell das Jurassic World Franchise noch ein bisschen nach oben hebt. Eine Sache, die sowohl Michael Crichton betrifft, die Steven Spielberg betrifft, die generell das gesamte Jurassic-Franchise betrifft. Und darüber quatschen wir jetzt auf jeden Fall mal hier in dem Video. Es wird sehr interessant. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, ich liebe Jurassic Park 3. Ich glaube, die meisten von euch würden sich auch eher für Jurassic Park 3 aussprechen. Es gibt ein paar, die komplett gut begründet auch sagen, Mann, ey, Jurassic Park 3 war nix. Und wo man nicht widersprechen kann, ist, dass Jurassic Park 3 ja wirklich für das Ende des Jurassic Park Franchise gesorgt hat. Denn wir sollten ja ursprünglich noch einen Jurassic Park 4 bekommen. Und die Idee dahinter, die stand ja schon ein bisschen in den Kinderschuhen, bis dann eben dieser Film rausgekommen ist. Und naja, der ist halt wirklich katastrophal gefloppt. Was wirklich hinter den Kulissen bei Jurassic Park 3 abgelaufen ist, da gibt es inzwischen auch sehr viele Informationen drüber. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu machen. In diesem Video jetzt hier geht es aber mehr darum, warum Jurassic Park 3 uns eigentlich den perfekten Teaser in eine Richtung gegeben hat, die wir damals schon hätten kommen sehen. Wenn wir uns einfach mal ganz kurz unsere eigene Kritik vor Augen führen, auch die Leute, die Jurassic World unfassbar geil finden, was sind denn mitunter die größten Kritikpunkte, die ihr immer wieder hört oder vielleicht auch selber in den Raum schmeißt, wenn es ums Thema Jurassic World geht? Abgesehen von der Storybildung an sich oder eben von dem gesamten Pacing, das ist so meine große Kritik, dass mir das alles einfach zu schnell geht, gerade in Jurassic World Dominion. Da bin ich einfach auch vielleicht zu alt für oder eben die falsche Zielgruppe dafür, dass ich dann so einen zusammengeschnipselten Film irgendwie mögen kann. Nein, aber eine der größten Kritiken am gesamten Jurassic World Film ist und bleibt nach wie vor die Sache mit den Hybriden. Das bleibt auch immer noch die große Kontroverse in den verschiedenen Fanlagern. Noch heute lese ich immer wieder, wenn es ums Thema Jurassic 7 oder eben Jurassic World 4 geht, ja, geil, wenn der Film wieder zurück zu den Wurzeln gehen würde, aber bitte nicht mit den Hybriden. Andere wiederum sagen, ey, der Film kann gern zurück zu den Wurzeln gehen, aber bitte vergesst die Hybride nicht. Das Ganze spaltet die Lager extrem und ich reihe mich da irgendwie wieder so in der Mitte ein. Ich weiß, extrem langweilig, aber ich kann den Hybriden einiges abgewinnen, wenn sie dann eben nicht, naja, in eine bestimmte Richtung gehen. So, ich mag den Scorpius Rex, von der Idee her ist ja schon ziemlich genial. Ich mochte auch den Indominus Rex, den Indoraptor. Ich verstehe nicht ganz, warum man aus den Atrociraptoren hat Hybride machen müssen. Aber an sich sage ich ja, tatsächlich so Designs wie die vom Spinoraptor finde ich dann doch ziemlich geil. Warum reden wir jetzt hier über die Hybride? Weil wir jetzt einfach mal einen großen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit machen werden und tatsächlich ins Jahr 1998. Ein ganz wichtiges Jahr für das Jurassic-Franchise. Tatsächlich kam nämlich zu diesem Zeitpunkt The Lost World Jurassic Park 2 im Kino. Nein, stimmt nicht ganz. Der Film kam ein Jahr früher im Kino, aber ab 98 hat man dann angefangen, quasi Spielzeuge der gesamten Jurassic Park 2 Serie auf den Markt zu bringen, die den Namen Jurassic Park Chaos-Effekt getragen haben. Und das ist, glaube ich, alles so ein bisschen untergegangen. Denn tatsächlich haben wir hier im zweiten Jurassic Park Film bereits die allerersten Anzeichen dafür bekommen, in welche Richtung sich die Filme hin entwickeln würden. Das heißt, diese ganze Nummer mit den Hybriden, die kommt gar nicht einfach so aus dem Nichts. Einige sagen, ja, Tobi, pass mal auf, in den Büchern wurde das ja bereits angerissen. Wir lassen aber jetzt die Bücher mal komplett beiseite. Diese ganze Sache mit den Hybriden wurde tatsächlich schon in The Lost
Westworld Jurassic Park 2 aufgebaut bzw. eben angedacht. Denn ja, einige von euch wissen ja, das ominöse Amalgam Testing, das gab es damals noch nicht, zumindest nicht mit Namen, existierte zwischen Jurassic Park 2 und eben Jurassic Park 3. In dieser Zwischenzeitspanne hat das Ganze angefangen, dass Dr. Henry Wu zurück auf die Isla Sorna gereist ist und hat dann da mit den Überbleibseln der Labore angefangen, Experimente mit den DNS-Strängen von Dinosauriern zu machen. Und daraus sollten dann eben später die Hybride resultieren, also sowas wie der Scorpius Rex oder eben auch der Indominus Rex. Tatsächlich hat uns die Spielzeugreihe Jurassic Park Chaos Effect bereits aber 1998 den Weg zu den Hybriden geebnet. Das war eine Spielzeugreihe, die wirklich abgefahrene Tiere zu verantworten hatte. Also da hat man wirklich alles ausgepackt. Ich habe euch hier mal die Liste eingeblendet von allen Dinosauriern, die es damals eben von diesem Chaos-Effekt-Dino-Spielzeugpaket gegeben hat. Und wir gehen jetzt hier mal auf ein paar davon ein. Das wird gleich noch wirklich wichtig für die gesamte Entwicklung von Jurassic World. Wartet's ab. Wir haben zum einen den Armagosbinus, den Ankyloranodon. Wir haben den Omega-T-Rex. Wir haben Tiere wie den Velociraptor-X. Wir haben Raptor Alpha. Wir haben Thrasher T-Rex. Also, ich habe euch hier mal ein paar Bilder von diesen Tieren eingeblendet. Da ist wirklich einiges an Spielzeug mit dabei gewesen. Und wie gesagt, diese Spielzeuge gehören eigentlich zu einer Spielzeug-Collection aus The Lost World Jurassic Park 2. Dann kam irgendwann Jurassic Park 3 raus und ja, wir wissen ja, der Film hat unfassbar viele Produktionsschwierigkeiten gehabt. Deswegen ist der Film auch der einzige des gesamten Franchise, der so unrund ins Kino gekommen ist. Und deswegen gibt es da auch so ganz, ganz, ganz viele Sachen, die wir uns irgendwie nicht erklären können. Beziehungsweise haben wir jetzt nach und nach versucht, uns alles so ein bisschen zu erklären. Ich habe euch mal meine gesamte Jurassic Park Timeline oder Playlist da oben verlinkt. Da haben wir eigentlich alles so ein bisschen aufgearbeitet, was den Film irgendwie unrund gemacht hat. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Punkt zurück, wo mir ein Zuschauer von euch das Bild geschickt hat von dem Dino-Dex, also dem Jurassic-Abkömmling des Pokédex. Ich habe das Teil früher wirklich gehabt und habe mich dann so ganz grob daran erinnert, dass man damals wirklich unter anderem damit Dinosaurier hat eingeben können mit dem Namen. Da hat das Teil so ein paar Informationen ausgespuckt. Wir konnten aber auch Kämpfe mit diesem Ding machen und wir konnten damals Dinosaurier zusammenfügen und damit eigene Hybride erschaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Teil immer noch irgendwo habe. Ich habe es auf jeden Fall früher gehabt. Und wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, dann können wir hier tatsächlich schon das allererste Mal im gesamten Jurassic-Franchise Hybride in einem Videospiel selber erschaffen. Der Dino-Dex hat uns damals die Möglichkeit gegeben, verschiedene Saurier miteinander zu kombinieren, um eben eigene Dinosaurier da herauszuschaffen. Ich werde versuchen, mir nochmal so ein Teil irgendwie zu beschaffen. Meins habe ich irgendwo noch im Keller, glaube ich, von meinem Elternhaus. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, ob ich das Teil nicht damals sogar verkauft hatte. Auf jeden Fall war das hier die allererste Möglichkeit, die wir bekommen haben. Das heißt ja, The Lost World Jurassic Park 2 hat uns hier mit dieser Spielzeugkollektion bereits auf die Hybriden so ein bisschen vorbereitet. Und auch dieser Pokédex für Dinos hat uns genau das erleben lassen. Wir konnten jetzt hier Dr. Henry Wu selber sein und konnten Dinosaurier selbst erschaffen. Das war hier maximal aus zwei verschiedenen Dinosauriern möglich gewesen, aber trotz allem war das damals eine ziemlich coole Sache gewesen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, denn ursprünglich, noch bevor der Name Jurassic World bekannt gewesen ist, sollte es ja Jurassic Park 4 gegeben haben. Der Hybrid, den man damals in Jurassic Park 4 hat einfügen wollen, das ist der hier gewesen. Der sogenannte Ultimasaurus war die allererste Stufe eines Hybriden und ja, man hat sich wirklich an diesem Tier grundorientiert für einen Hybriden als Hauptdinosaurier für eine Fortsetzung von Jurassic Park 3. Vollkommen egal, wie das Ganze jetzt gelaufen ist, ob es Jurassic Park 4 gewesen wäre oder eben jetzt Jurassic World, wie wir das Ganze bekommen haben. Das war eigentlich der Ursprung, die Ursprungsidee der Hybride. Und ja, wenn wir uns diesen Dino mal genau anschauen oder uns einfach auch mal die Konzepterklärung zu diesem Tier durchlesen, hat man hier wirklich versucht, alles, was geht, in diesen einen Dinosaurier reinzuklatschen. Er hatte die Schnauze eines Ichnoanodon, er hatte den Kopf eines Triceratops, er hatte die Rückenplatten eines Ankylosaurus, er sollte später auch noch Stacheln auf dem Rücken haben, von welchem Tier auch immer, er sollte die Krallen eines Velociraptors haben, er sollte die Augen eines T-Rex haben. Warum eigentlich die Augen eines T-Rex? In Jurassic Park gibt es, glaube ich, nichts, was unvorteilhafter ist als die Augen eines T-Rex. Naja, es ist auf jeden Fall, ist das hier das Urkonstrukt
des Hybriden gewesen. Und wir werden hier jetzt weiterhin besprechen, wie es von diesem Vieh aus nach und nach in Richtung Indominus Rex gegangen ist. Denn wir haben hier wirklich einige interessante Konzepte dann bekommen und können so ein bisschen mit nachverfolgen, wie der Grundgedanke davon gewesen ist. Und dabei ist eben sehr interessant, hier auch zu beachten, dass sogar ein Steven Spielberg bereits erste Andeutungen gemacht hat, dass kommende Filme in diese Richtung gehen können. Er sprach von, dass es sich nicht nur auf Dinosaurier reduzieren würde. Danach haben wir eben die Spielzeugkollektion bekommen. Jurassic Park 3 hat uns den Dino-Dex präsentiert und wir konnten das erste Mal eigene Hybriden erschaffen. Ach ja, übrigens gibt es den Ultima Rex sogar als Mod für die PC-Version von Jurassic World Evolution 2. Da habt ihr hier gerade mal ein Bild davon. Da kann man das Vieh auch wirklich züchten. Ist so ein geiler, lustiger Callback an diese ganz, ganz, ganz frühe Konzeptplanung. Und was hieran sehr interessant ist und auch wichtig zu beachten ist, dass wir alle davon ausgegangen sind, dass Jurassic Park 3 der ganzen Nummer den Todesstoß versetzt hat. Das bleibt auch so, das will ich ja gar nicht ankreiden. Jurassic Park 3 hat dafür gesorgt, dass es keinen Jurassic Park 4 gegeben hat, sondern dass wir mit Jurassic World eine Art von Soft Reboot bekommen haben, also quasi eine neue Geschichte, die im selben Universum spielt. Einer der Art Director von Jurassic Park 4, also vom ursprünglich geplanten Jurassic Park 4, hat sich jetzt auf X zu den Vorkehrungen und zu dem Vorgang geäußert, der von Jurassic Park 3 bis hin zu Jurassic World stattgefunden hat. Und er selber äußerte darauf hin, dass der Zeitraum von Jurassic Park 3 bis Jurassic World, der war so lange nicht geplant gewesen. Wir hätten trotz allem eine wesentlich längere Pause bekommen als bei den ursprünglichen drei Filmen zwischen Jurassic Park 3 und eben Jurassic Park 4. Seiner Aussage nach lag das genau daran, dass man eben das Grundkonzept hatte, dass man jetzt weitergehen möchte mit dieser Gentechnologie und man war damit nicht wirklich zufrieden. Wir haben eben zuallererst diesen Ultimate-Saurus hier bekommen, der irgendwie alles mit in sich hatte und ganz ehrlich, das Vieh auf der Leinwand, das wäre zu goofy, Transformers, Dino-mäßig gewesen. Deswegen war man dann damit unzufrieden. Kurz darauf entschied man sich dann dazu, einen Dinosaurier zu erschaffen, da habt ihr jetzt hier mal das Design eingeblendet, der sehr an den Virex von Peter Jacksons King Kong erinnert und dieses Tier sollte einfach nur eine Abwandlung, eine Mutation eines Tyrannosaurus Rex gewesen sein. Der wurde aber dann ebenfalls verworfen, jetzt aus einem anderen Grund, quasi aus dem entgegengesetzten Grund zu dem eben davor, dass das ein bisschen zu langweilig gewesen wäre, weil da müssen wir auch dann keinen neuen Dinosaurier erschaffen, wenn der im Endeffekt einfach nur aussieht wie ein mutierter T-Rex. Wir wollen ja einen Hybriden selber erschaffen. Kurz darauf wurden dann noch weitere Konzepte von anderen Hybriden-Ideen gedroppt. Ich habe euch die hier gerade mal eingeblendet. Das sind Konzepte, die der ein oder andere von euch vielleicht schon kennt. Bis auf das letzte, dazu kommen wir gleich ganz zum Schluss. Wenn dich die Konzepte, die ich jetzt hier gerade im Bild habe, interessieren, ich habe mal ein Video darüber gemacht, wie Jurassic Park 4 hätte ursprünglich aussehen sollen von der Storyline. Da haben wir wirklich ein Konzept schon vorgestellt bekommen, wo die Kinder hießen damals Tim und irgendwas und da haben wir auch dann schon so Wege vorgegeben bekommen, wo dann das passieren sollte, wo das passieren sollte. Da habe ich dir alles mal erklärt. Das habe ich dir entweder auch da oben verlinkt oder, wenn ich es vergessen sollte, auf jeden Fall in der Beschreibung reingesetzt. Da kannst du gerne mal nachgucken. Da haben wir aber auf jeden Fall diesen Saurier hier noch nicht besprochen gehabt und das ist tatsächlich der Hybrid, den wir so fast im Kino gesehen hätten. Und der Grund, warum dieses Vieh fast die Leinwand gestürmt hätte, ist tatsächlich Steven Spielberg selber gewesen. Denn der äußerte sich dazu auf eine häufigere Nachfrage. Denn Spielberg war ja schon bei Jurassic Park 3 draußen, wollte also auch bei Jurassic Park 4 nicht mehr allzu viel mitsprechen oder eben auch bei Jurassic World. Trotz allem wurden ihm wohl noch einige Fragen gestellt zu Ideen, die er damals hatte. Und seine Antwort daraufhin ist gewesen, dass er sich eben einen Dinosaurier wie diesen hier vorgestellt hat. Ein Tier, das schon an Dinosaurier erinnert, aber trotz allem mehr rüberkommt wie ein Alien. Ich habe jetzt hier in meiner Recherche nicht herausgefunden, wie das Vieh wirklich heißen sollte. Wenn ich es herausfinde, blende ich es hier auf jeden Fall gerade nochmal ein. Wenn nicht, könnt ihr mir das vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das möglicherweise wisst. Aber das war auf jeden Fall die Ursprungsform des Indominus Rex. Der wurde dann daraufhin tatsächlich noch einmal abgewandelt. Und von wem? Von Colin Trevorrow. Wir können von Colin Trevorrow halten, was wir wollen. Ich muss sagen, die Idee, dass wir von diesem Tier
dann das Konzept dieses Tieres hier bekommen haben. Da erkennen wir schon ein bisschen den Dominus Rex raus, noch mit so ein paar Extras. Und dann letztendlich den Dominus Rex, wie wir ihn hier hatten, da hat Colin Trevorrow eine sehr, sehr starke Arbeit mitgeleistet. Und ich muss sagen, bei all meiner Kritik an Colin Trevorrow selber bin ich doch irgendwie zufrieden, dass wir den Dominus Rex bekommen haben, der dann doch sich sehr gut in das Thema Dinosaurier eingliedert und trotzdem auffällt durch seine übernatürlichen Fähigkeiten. Obwohl, die sind nicht mal übernatürlich. Ich meine, er kann einfach Sachen, die andere Tiere auch können. Allerdings wurde das Design von Colin Trevorrow nochmal zu dem umgeswitcht, was wir später im Film gesehen haben. Ey, wie gesagt, viele von euch, mich inbegriffen, finden Colin Trevorrows Arbeit oftmals extrem fragwürdig, gerade auch, weil er sehr viele Logiklöcher in die Filme eingebaut hat und einfach gesagt hat, naja, in Jurassic World ist die Lagune halt da Kanon, ab Teil 2 ist die halt woanders Kanon. Ist halt so, müsst ihr halt mit klarkommen. Aber das muss man ihm auf jeden Fall zugute führen. Ebenfalls wurde auch dieses Konzeptbild hier preisgegeben, das ist schon ein bisschen länger im Internet, ich habe es aber erst jetzt gefunden, wo ganz klar drunter erklärt wird, dass die gesamte Szene mit Owen Grady, der Velociraptoren trainiert und dann später mit denen auch in den Kampf gegen den Hybriden zieht, diese Idee stammte ganz ursprünglich tatsächlich von Steven Spielberg. Ja, wir hatten in Jurassic Park 3 eine gelöschte Szene, die hätten wir ursprünglich sehen sollen, wo Dr. Alan Grant vor den Velociraptoren wegfährt mit einem Motorrad. Das ist eine Szene, die es auch im Game Boy Advance Spiel noch drin gegeben hat. Die hat man im Film aber nicht umgesetzt, aus bestimmten Gründen. Diese Szene wollte Steven Spielberg tatsächlich eigentlich anders darstellen. Das, was wir in Jurassic Park 3 hätten sehen sollen, was dann aber rausgeschnitten wurde, wurde vom Regisseur von Jurassic Park 3 so umgesetzt, so interpretiert und eben in den Film reingepackt. Steven Spielberg wollte allerdings für einen Jurassic Park 3 Film, der ursprünglich auch ganz anders hat ausgesehen, da findest du auch die Originalidee für Jurassic Park 3 in der Playlist zu Jurassic Park 3, da hatte Steven Spielberg eigentlich eine Idee gehabt, dass jemand, das war jetzt hier kein Owen Grady, die Velociraptoren auf jeden Fall zähmt und eben kontrollieren kann und dann mit denen in den Kampf gegen einen anderen Dinosaurier einen Hybriden zieht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Für mich waren das ganz viele neue Informationen, die ich ziemlich geil gefunden habe. Einfach aber auch mal den großen Schritt zu sehen, der ja wirklich von 1998 angefangen hat. Die Idee mit den Hybriden existiert schon so lange. Da war ich 8, bis hin zum fertigen Release von Jurassic World 1 im Jahr 2014. Das ist eine enorme Zeitspanne, wo man wirklich permanent mit dem Gedanken gespielt hat, wir wollen diese Hybride in die Filme bekommen. Das heißt, wir wären da so oder so nicht dran vorbeigekommen. Das sind auf jeden Fall alles jetzt Ergebnisse der Recherche und Gedankengänge, die ich mir gemacht habe, als mir da jemand eben von euch dieses Bild zugeschickt hat von diesem Dino-Dex. Und ich muss wirklich sagen, dass wenn man das Ganze mal so betrachtet, finde ich, dass die Produktionsgeschichte von Jurassic einfach noch viel genialer rüberkommt. Es wertet Jurassic World vielleicht auch ein bisschen auf, darum geht es mir aber einfach gar nicht. Aber ich finde es so ultra interessant, dass Jurassic World bei aller Kritik sich trotz allem genau diesen Dingen annimmt. Ein Steven Spielberg hatte bereits die Idee gehabt, als er noch an dem Franchise beteiligt gewesen ist. Ein Michael Crichton selber hatte ebenfalls schon diese Idee gehabt mit den gesamten Hybriden. Wir haben Konzeptzeichnungen, wir haben Ideen, die wieder verworfen wurden, die wieder neu aufgebaut wurden. Und aus diesem ganzen Wirrwarr an verworfenen Ideen und aufgearbeiteten Sachen ist dann am Ende der Indominus Rex entstanden. Schreib mir jetzt auf jeden Fall mal deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Und ich weiß, das Video hat jetzt nicht wirklich einen roten Faden gehabt, wo man sagen kann, okay, ich wusste, worauf du hinaus willst. Aber es waren auch einfach so viele verschiedene Informationen, die ich hier verarbeiten wollte und mit euch teilen wollte. Deswegen, ich denke mal, es ist okay. Schreibt mir, wie gesagt, eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus, hört ihr mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.